Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück auf der Scheibenwelt mit mir, eurem Retro-Floppy. Ja, wir haben in der letzten Folge Windelpoons Stab gegen eine durch Dung und Stärkemehl ersteifte Schlange getauscht, was sehr viel Sinn macht im Nachhinein. Wir werden noch sehen, wofür wir das brauchen. Und jetzt müssen wir immer noch den Drachen besiegen und bezwingen. Ja. Wir schauen uns aber erstmal noch mal ein bisschen um. Ich würde noch mal mit Nobby reden. Beziehungsweise mir erstmal, wir gehen noch mal zum Stadttor und dann schaue ich mir noch mal Windels Stab an, den wir jetzt haben. Es ist nur ein Besenstiel. Ein nützlicher Gegenstand, und zwar in vielerlei Hinsicht. Das ist, ja, bisschen ernüchternd. Der Griff dieses Schmetterlingsnetzes hat ein hohles Ende. Oh. Okay. Damit kann ich die gefährlichen Schmetterlinge fangen. Gefährliche Schmetterlinge, okay. Und jetzt? Gibt's in der Wirtschaft was Neues? Oh ja. Da sind Leute. Ein typisches Exemplar der Spezies Wirt. Gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Oh, ein rauer Seebär. Ein Hund. Ein sehr verdächtig wirkender Hund. Ein seltsamer Gesichtsausdruck. Sehr hölzern. Hast du von meinem Hund gehört? Vom Wunderhund Gaspard? Ach, trink eine Blasche Bier. Oh, mein Hund, mein wundervoller Hund. Ein blechtiger Hund, jawohl. Blechtig? Möchtest du eine Blasche Bier? Gaspard, oh, ich mag ihn. Ein sehr verdächtig wirkender Hund. Wobei ich ihn mir nicht so vorgestellt hätte. Hast du von meinem Hund gehört? Vom Wunderhund Gaspard? Ach, trink eine Blasche Bier. Oh, mein Hund, mein wundervoller Hund. Ein blechtiger Hund, jawohl. Blechtig? Möchtest du eine Blasche Bier? Hm. Gruß dir, ehrenwerter Seefahrer. Was willst du? Gib uns einen Kuss. Was? Ich wollte nicht. Der Herr Zauberer möchte eine Tracht Prügel. Hilfe! Blasche Bier, Blasche Bier! Suchst du Ärger? Nein, nein, ich bin das nicht. Die Worte stammen von jemand anders. Warum polierst du ihm nicht die Fresse, du großes, tätowiertes Rennvieh? Hilfe! Hat jemand die Nummer des Eselkarns notiert? Gruß dir, ehrenwerter Seefahrer. Was willst du? Gib uns einen Kuss. Was? Ich wollte nicht. Der Herz. Okay, das wiederholt sich. Gut, dann reden wir nochmal mit dem Wirt da hinten. Mit dem haben wir noch nicht geredet. Hat jemand die Nummer des Eselkarns notiert? So, da ist der Wirt. Habe ich dich nicht schon mal gesehen? Mein Zwillingsbruder ist Wirt der geflickten Trommel. Offenbar liegt bei euch gutes Aussehen in der Familie. Hm. Okay, kann man hier sonst irgendwas machen? Da drin was Neues? Das funktioniert. Dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-du. Dup-di-dup-di-dup-di-du. Nee, da gibt's nichts Neues. Das funktioniert. Doch, das funktioniert. Man darf nicht so oft klicken, dann kommt jedes Mal, egal wo man draufklickt, dieser Spruch. Was können wir noch machen? Park, Scheune, Lady Käsedicks Drachenheim, Wirtschaft. Gibt es in der Gasse irgendwas Neues beim Alchemisten? Türe. Was ist das für ein Geräusch? Bitte? Der Krach! Was hat es damit auf sich? Ich verstehe dich nicht. Es ist zu laut. Warte, ich sorge dafür, dass der Krach aufhört. Was machst du da? Ich lasse Körner knallen.
Es ist für die Streifen bestimmt. Wir brauchen eine ganz neue kulinarische Spezialität, mit der die Leute ihren Gaumen beglücken können, während sie die bewegten Bilder betrachten. Knallkörner? Toller Name, nicht wahr? Hab ihn mir selbst einfallen lassen. Das überrascht mich kaum. Verursacht es immer so schreckliche Geräusche? Das grenzt an strafbare Ruhestörung. Braucht man dafür keine spezielle Genehmigung? Nun, ich habe gefragt, ob man eine Erlaubnis benötigt, um Körner zu knallen. Daraufhin bekam ich das hier. Hiermit wird dir erlaubt, Straßenmädchen zur Unzucht aufzufordern. Ist das besser als Knallkörner mit Butter? Du gehst nur selten aus, wie? Hast du jemals daran gedacht? Woran? Nun, an die Möglichkeit, dich wieder mit traditioneller Alchemistenarbeit zu befassen. Ich meine zum Beispiel das Bemühen, gewöhnliches Metall in Gold zu verwandeln und so. Nein, das hat keine Zukunft. Ich verwandle ein gewöhnliches Metall in ein anderes, dann in noch ein anderes und schließlich in Gold. 10 Minuten später wird daraus wieder das erste gewöhnliche Metall. Rückkehr zum Gewöhnlichen, wie? Darauf läuft's hinaus. Ich weiß nicht, ob die Welt schon für so etwas bereit ist. Warte nur, bis du siehst, was die übrigen Alchemisten entwickeln. Eiscreme, Schokolade, wir haben sogar gegendrehwertiges Weingummi. Damit verliert man eine Plombe, bevor man sich die beweglichen Bilder anschaut. Es entstand in Zusammenarbeit mit der Zahnarztgilde. Dort ist man sehr zufrieden. Auf Wiedersehen. Was ist das für ein Sack da hinten? Okay, mit dem können wir nicht interagieren. Das sah aber gerade so aus. Gut, dann können wir hier sonst wohl nichts machen. Ich glaube, wir könnten noch irgendwas mit dem Gummiband machen. Irgendwas Bungee-Jumping-mäßiges, wenn wir hier raufgehen und uns nach oben katapultieren lassen. Bumm! So, da kommen wir zum Turm. Oh nein, es ist schrecklich. Hey, Moment mal, das bin ich. Ein attraktiver Bursche, nicht wahr? Okay, dann benutzen wir das Gummiband mit der Fahrstange. Das funktioniert nicht. Oder mit der Spitze? Versuch später noch einmal. Oder früher. Okay, dann können wir das noch gar nicht machen. Gut, dann müssen wir vorher noch was anderes machen. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht was, aber wir müssen noch was anderes machen. Hat mir das nicht schon... Das funktioniert nicht! Aber wir hatten die Leiter da schon freigeschnitten, dachte ich. Da hatten wir doch in der letzten Folge in einer der letzten Folgen gemacht, da die Leiter. Vielleicht müssen wir es einfach nochmal machen. Man kann ja nie genug Leitern haben. Ich guck gleich nochmal in Truhe rein, aber ich hätte gedacht. Ja, wir haben 2 Leitern. Moment, das wollte ich jetzt nicht. So. Dann machen wir das Gummiband das mal in die Truhe rein. Und nehmen nochmal das Messer. Das funkt. Dann gehen wir nochmal nach oben und schneiden nochmal die Leiter los.
So, Messer mit Leiter. Okay, jetzt haben wir schon bei 3 Leitern. Keine Ahnung, wie viele Leitern wir eigentlich jetzt brauchen, aber ich glaube eigentlich, dass wir mit der einen Leiter schon... Keine Ahnung, wie oft wir das den holen müssen. Wir werden sehen. Okay, dann warten wir mal auf den Assassinen. Da ist er schon. Mit dem. Hat jemand die Nummer des Eselkarrens notiert? Wunderhintern. Wunderhintern. Okay. Hat jemand die Nummer des Eselkarrens notiert? Wunderhintern. Von der Assassinengilde nehme ich an. Was hat uns das jetzt gebracht? Ich meine, Wunderhintern stand hier auf der Scheune. Nee, die andere Scheune. Das funktioniert. Ach, es gibt ja 2 Scheunen. Hier ist irgendwo noch eine Scheune. Stall. Hier stand Wunderhintern drauf. Das funktioniert. Wunderhintern. Wer wiehert, mag Drachen. Lady Käsedicks Sonnenscheinheim für einsame Drachen. Eigentlich ein recht hübscher kleiner Karren. Das funktioniert. So. Und dann, ja, wir gehen nochmal in die Straße, schauen, ob es hier was Neues gibt. Zum Beispiel beim Friseur. Nee, hier ist niemand. In der Gasse gab es auch nichts Neues. Der Offler-Priester wurde von den Krokodilen gefressen. Hier im Spielzeugladen gibt es da was Neues. Leimtopf. Leim wird ja aus Knochen gemacht. Wir könnten mal den Knochen mit dem Leim benutzen. Was haben wir jetzt? Nicht viel Fleisch dran, aber gut für jede Menge Leim. Ein Knochen mit Leim drauf. Okay. Können wir den Knochen an Guestboat geben? In der Wirtschaft. Das könnte klappen. Truhe? Truhe. Brave Truhe. Knochen an Hund. Jetzt können wir wahrscheinlich mit dem Seemann reden, ohne gestört zu werden. Tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Was? Nun, du weißt schon, das mit dem Rindvieh und so. Allerdings, eigentlich habe ich es gar nicht gesagt. Der wahre Schuldige ist der sprechende Hund da drüben. Wenn dir wirklich leid täte, was du gesagt hast, dann würdest du mir etwas zu trinken spendieren. Möchtest du noch was zu trinken? Danke, Kumpel. Ich könnte ein Glas Milch vertragen. Milch? Ja, Milch von giftigen weiblichen Fledermäusen aus Reh. Serviert in einem schmutzigen Glas. Ah, dachte ich mir. Hilft gegen Stress, weißt du, ich... Ich vermisse meine Polly. Ein Glas Milch, bitte. Natürlich, mein Herr. Du bist also Pirat? Nein, Kumpel. Jetzt bin ich nur ein Seemann. Ein einfacher Seemann bin ich, seit meine Polly verschwand. In Ordnung. Du hast jetzt was zu trinken. Ich schlage vor, du gibst mir nur nützliche Informationen. Nützliche Informationen? Darauf läuft's hinaus, nicht wahr? Ich betrete irgendeine Taverne und wende mich dort an jene Personen, die nicht mit mir reden wollen. Ich spendiere ihnen was zu trinken. Und daraufhin sagen sie mir alles. Zum Beispiel? Nun, vorzugsweise Abenteuerliches.
Nun, wenn du was über Abenteuer hören willst. Ich habe einmal Schiffbruch erlitten und bin auf der Insel der spärlich bekleideten und erstaunlich gut manikürten Amazonen geraten. Oh nein! Ich war allein mit bla 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 üppig bla bla rund bla 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 mehr Ringe bla 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 Bart aus heißer Vanille bla bla bla. Bla 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 wildes Rutschen. Bla bla griffen sie dauernd nach meinem bla 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 bla. Und dann tranken wir Tee. Nett. Oh, Tätowierung. Zum Glück ist es eine Tätowierung. Als Muttermal wäre das Ding ein wenig zu auffällig. Du bist also Pirat? Nein, Kumpel. Jetzt bin ich nur ein Seemann. Ein einfacher Seemann bin ich, seit meine Polly verschwand. In Ordnung. Du hast jetzt was zu trinken. Ich schlage vor, du gibst mir nur nützliche Informationen. Nützliche Informationen? Darauf läuft's hinaus, nicht wahr? Ich betrete irgendeine Taverne und wende mich dort an jene Personen, die nicht mit mir reden wollen. Ich spendiere ihnen was zu trinken und daraufhin sagen sie mir alles. Zum Beispiel? Nun, vorzugsweise Abenteuerliches. Nun, wenn du was über Abenteuer hören willst. Ich habe einmal Schiffbruch erlitten und bin auf der Insel der Spä... Wenn du jemals Gelegenheit dazu finden solltest, bitte finde meine Polly. Hier ist eine Pfeife. Damit habe ich den Papagei immer gerufen. Was auch immer du anstellst, die Pfeife darfst du auf keinen Fall verlieren. Ohne meine Polly kann ich nicht reden. Das trage ich um meinen Hals herum. Ich werde es nicht verlieren. Okay. Du bist also Pirat? Nein, Kumpel. Jetzt bin ich nur ein Seemann. Ein einfacher Seemann bin ich, seit meine Polly verschwand. In Ordnung. Du hast jetzt was zu trinken. Ich schlage vor, du gibst mir nur nützliche Informationen. Nützliche Informationen? Darauf läuft's hinaus. Okay, das hatten wir alles schon. Ich dachte, der wiederholt jetzt dasselbe, aber scheinbar hat er noch was anderes gesagt über seinen verschwundenen Papageien. Den wir jetzt wohl wieder beschaffen müssen. Papagei kann fliegen. Okay, ich denke gerade laut. Das klingt ein bisschen doof, wenn man so laut denkt und dann sowas sagt wie: Ein Papagei kann fliegen. Vielleicht ist der am Rand der Welt. Hier ist es nämlich ganz schön. Hier gibt es Kokospalmen. Und da sind Vögel. Sie fangen alle Fische, die über den Rand geraten. Ah, das sind Vögel. Wo ist die Pfeife? Feder, Pfeife? Wir haben doch eine Pfeife bekommen, wo ist denn die? Ah, in dem Rinswinds Inventar. Das funktioniert. Okay, den könnten wir jetzt wahrscheinlich mit dem Dingsbumsnetz. Das behalten. So, mit dem Schmetterlingsnetz können wir ihn wahrscheinlich einfangen. Das funktioniert nicht. Nicht? Dann. Echt jetzt? Gibt das? Warum? Mach das bitte nicht nach, liebe Kinder. Das ist nicht nett. Das funktioniert. Wow. Wer hat sich denn das einfallen lassen, das Rätsel? Das ist ja richtig fies. Ich frage mich, ob er noch einen Keks möchte.
Feuerwerkskörper, die muss ich unbedingt haben. Ich frage mich gerade, ob... Oh Gott. Ja, jetzt kapiere ich den Gag. Im Englischen heißen die Dinger Firecracker. Und Polly will einen Keks. Heißt im Englischen, Polly wants a cracker. Oh. Und ich habe mich gerade gefragt, wieso das funktioniert. Oh. Ja. Aber jetzt können wir ihm seinen... Können ihm sein Dings wiedergeben, seinen Papageien. Polly, bitte kehr zu mir zurück, Polly. Hey, einen Augenblick. Wo ist die Pfeife? Es kam zu einem kleinen Unfall. Zu einem Unfall? Und meine Pfeife wurde darin verwickelt? Sie fiel von der Welt herunter. Ich habe dir deinen Papagei gebracht. Aber meine Pfeife, meine in Handarbeit entstandene mittländische Pfeife zum Rufen von Papageien. Ich habe sie von meiner Mutter bekommen. Wie soll ich mich konzentrieren, obgleich ich weiß, dass das letzte Erinnerungsstück meiner Mutter für immer von der Welt verschwunden ist? Verstehe. Ich sollte wohl besser aufbrechen und die Pfeife holen, nicht wahr? Irgendwie habe ich jetzt das Verlangen, deine Mutterwitze zu machen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir irgendwie noch an die Pfeife rankommen. Die ist ja irgendwie hinter dem Rand der Welt. Könnte gefährlich werden. Da sollte man eigentlich nicht drüber, über den Rand der Welt. Das funktioniert. Ich wusste, dass mich dieses Spiel schließlich an den Rand des Wahnsinns treiben würde. Meine Güte, die Taschentücher und Kaninchen scheinen überhaupt kein Ende zu nehmen. Ah, da sind bestimmt ganz, ganz viele so ein Taschentuchseil drin. Das funktioniert. Nee? Hm. Meine Güte, die Taschentücher und Kaninchen scheinen überhaupt kein Ende zu nehmen. Da ist eine Gabel im Wasser. Da war ja die Lampe dran. Okay, und jetzt? Seil aus verknoteten Taschentüchern. Also ist es mir doch noch gelungen, ein Kaninchen aus dem Hut zu ziehen. Da möchte ich nicht runterfallen. Oh! Hallo! Schöner Tag dafür. Ja, schöner Tag für was? Für das, was du vorhast. Soll das heißen, dass ich scheitern werde? Bist du hier, um meine Seele in Empfang zu nehmen, das Abenteuer zu beenden und auf die letztendliche Sinnlosigkeit menschlicher Anstrengungen hinzuweisen? Nein, ich gönne mir nur eine Pause. Oh, entschuldige. Wir sehen uns später. Ich sage dir nicht, was geschehen wird, weil ich vermeiden möchte, dir den Tag zu verderben. Nun, du bist ein vielbeschäftigter, Mann. Ich möchte deinen Terminkalender nicht durcheinander bringen. Mir gefällt's. Wir sehen uns am Stadttor. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Vergiss es einfach. Groß Atuin wird in der Regel als S bezeichnet, anstatt er oder sie, da bis zum heutigen Tag das Geschlecht noch nicht bestimmt werden konnte. Nein, ich kann es nicht bewegen. Okay, was haben wir hier alles? Trautes Heim, Glück allein. Die Scheibenwelt. Elefanten. Was sie wohl fressen? Groß Atuins Panzer, kein Zweifel. Ich frage mich, ob die Schildkröte Männlein oder Weiblein ist. Was kann man jetzt hier machen? Glitzern. Was ist das? Meine Pfeife?
Ah, okay, dann können wir wieder nach oben. Okay, dann geben wir die Pfeife mal zurück an den Seemann in der Wirtschaft. Dup di dup di dup di dum. Dup dup di dup. Dup di dup di dup. Oh, meine Polly, meine wunderschöne Polly und meine geliebte Pfeife. Wie kann ich dir dafür danken? Erzähl mir, wo man sich eine Tätowierung besorgen kann. Ist doch ganz klar. Beim Friseur. Okay. Da fallen mir spontan unheimlich viele Friseure ein, die damals, ich weiß nicht, ob das heute noch beim Friseur gibt, früher gab's, ich erinnere mich an Friseure, bei denen konntest du dir permanent Make-up machen lassen. Also quasi die Fresse tätowieren lassen. Das sah total beschissen aus. Haben aber viele gemacht. Und ganz ernsthaft, ich werde mir kein Tattoo beim Friseur holen. Nee, würde ich nicht machen. Aber genug davon. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.